So, wir sind bei unserer nächsten Aufgabe und ich finde, unsere Kandidaten haben so ein bisschen Entspannung verdient. Ne? Und deswegen nehmen wir jetzt unsere Kandidaten mit an den Strand. Und unsere erste Aufgabe ist, wer lässt sich denn bis zum Hals in Sand einbuddeln? Das ist Aufgabe Nummer 1. Und wenn ihr noch mit dabei seid, dann buzzert jetzt. Sie sind noch mit dabei, das kann ich gut verstehen, denn die Aufgabe, die ist wirklich noch machbar. Auch das nächste, glaube ich, wir sind ja nur an eurer Gesundheit interessiert und würden euch etwas Sonnencreme ins Gesicht spritzen. So, wer da auch noch mit dabei ist, der buzzert jetzt. Ja, aber es ist ja so, ne? Am Strand, da sind natürlich auch Tiere. Bei uns ist es der tote Oktopus, der euch aufs Gesicht gesetzt wird. So, wer auch da noch mit dabei ist, der buzzert jetzt. Hier, Wolfgang. Am Strand, ne? Was fehlt da, wenn wir das schon alles haben? Ja, ein Bierchen halt, ne? Würde ich sagen. Ja, ein Bierchen zum Beispiel. Ich würde sagen, was da noch fehlt, ist die Wärme. Und deswegen würdet ihr unter einem Heizstrahler ausharren. Wer da noch mit von der Partie ist, buzzert jetzt. Es geht um 3.000 Euro. 33 sind noch mit dabei und diese 33 fragen sich gerade, wie lange muss ich das eigentlich machen? Eine Minute. Eine Minute müsst ihr noch unter diesem Heizstrahler ausharren. Und wenn ihr auch da noch mit dabei seid, dann buzzert jetzt. Und falls sich jemand von den 29, die jetzt noch dabei sind, gefragt haben, wie muss ich eigentlich aussehen, ihr würdet einfach eure Klamotten, so wie ihr jetzt seid, einfach anbehalten. Und würdet dabei auch noch ein Glas frisches Meerwasser trinken. Wenn ihr sagt, so ein bisschen Meerwasser kann ja nicht schaden, dann buzzert jetzt 3.000 Euro, die könnt ihr hier jetzt holen. So, Dennis ist zum Beispiel noch mit dabei. Dennis, Meerwasser schon mal getrunken? Ja, schon oft genug. Wirklich? Nein, wenn man so in die großen bewusst Wellen schwimmt. Ein Glas mal Meerwasser einfach mal runtergeschluckt. Ein Glas nicht, aber wenn man durch die Wellen schwimmt. So, jetzt hast du was getrunken, jetzt musst du natürlich noch was zu dir nehmen. Ne? Was könnte das sein? Richtig, es ist ein großer Löffel vom Sandkuchen. Also, wenn ihr auch da noch mit dabei seid für 3.000 Euro, dann buzzert jetzt. Vierzehn sind noch mit dabei und ich würde mal anfangen, dafür 1.000 Euro zu bieten. Sabrina, 1.000 Euro! Großartig, Sabrina. Hi. Was ist es, was dich an der Aufgabe reizt? Ich wollte schon immer mal so einen Oktopus im Gesicht haben. Ja, das ist auch einer meiner Lebensträume gewesen, Oktopus im Gesicht im Fernsehen. Wo kommst du her, was machst du beruflich? Ich komme aus Castrop-Rauxel und bin Make-up-Artist. Make-up-Artist. Yes. Das heißt, du weißt gleich, was du machen musst, wenn der Oktopus genau, auf dem Gesicht lag. Komm zu mir. Was war so dein verrücktestes Urlaubserlebnis, was du bislang hattest? Darf man das schon hier aussprechen? Weiß ich nicht. Fang mal an, dann sage ich dir danach, ob du es aussprechen durftest. Ich weiß nicht. Sex im Freien, am Strand. Das war dein verrücktes Urlaub? Ach so, um Gottes Willen. Das, ja, okay. Das, also für mich war das schon sehr verrückt. Ich würde sowas normalerweise nicht machen. Ich meinte jetzt eigentlich so im Urlaub. Mensch, was hat man da so verrückt gemacht? Sex im Freien. Auch interessant, Sabrina. Ja. Spannend, aber ich meine jetzt so sonst so im Urlaub. Das war's schon, oder wie? Das war's schon, ja. Also, was hast du sonst für Hobbys? Ich gehe wandern. So, siehst du, dann erklärt sich der Rest auch. Einmal bitte dann. Wie war dein Urlaub? Ich hatte Sex im Freien, fantastisch. Einmal doch. So, jetzt wirst du. Mach's dir gemütlich? Ja, gut. Ne? So. Wie ist es? Ja, es wird langsam schön warm und kuschelig. Na, siehst du, dann ist es doch. So. 1.000 Euro, Sabrina, die du hier bekommst. Und hier ist erstmal unsere Flugbegleiterin. Denn als erstes geht's ja los. Wir wollen natürlich nicht, dass du hier Sonnenbrand bekommst. Wir machen uns ja Sorgen um unsere Kandidaten. Deswegen geht's erstmal los mit der Sonnencreme. So. Ach, herrlich. Ich wollte sagen, ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Genau, so. Ja, schön. Ne? Ich glaube, jetzt ist genug UV-Schutz da. Keine Sorge. Wie ist es gerade noch? Ja.
Angenehm. Ne? So, der Oktopus, der dir jetzt ins Gesicht gesetzt wird. So, guck mal da. Ei. Und das Tolle, Sabrina, ist, erkennt dich jetzt auch keiner mehr. Ja, super. Es weiß keiner mehr, dass du es bist. Hier riecht nach Fisch. Hier riecht es nach Fisch. Ja, das ist richtig. Ich kann dir sagen, du hast einen Oktopus im Gesicht. Das könnte daran liegen. Aha. Wir sorgen für ein bisschen Wärme, denn jetzt kommt der Heizstrahler. Magst du auch Oktopusse? Total. So, Minute läuft für dich. Der wird nicht wieder lebendig. Merkst du es denn schon, dass es ein bisschen warm wird? Ja. Ja, das ist gut. Woran merkt man es? Der Oktopus wird warm. Er bewegt sich. Der Oktopus bewegt sich, ja. Das ist, er wird wieder lebendig. Ja, mach dir keine Sorgen, das schließe ich wirklich aus. So, ich kann dir sagen, wir haben schon gut was rum. Du musst noch 15 Sekunden jetzt aushalten, Sabrina. Ich glaube, das Publikum wird dich nochmal unterstützen. Gleich hast du es geschafft. 3 Sekunden noch. Das war ja noch nicht alles. Ne? Die 1000 Euro müssen sich auch richtig verdient werden. So, wir machen den Heizstrahler aus, denn jetzt kommt das frische Glas Meerwasser. Wir nehmen dir dafür den Oktopus wieder weg. Wenn du dich sehen könntest, Sabrina. Ja, ich kann leider gar nichts sehen. Weil so, wir helfen dir noch Sekunden. Jetzt kommt das Meerwasser. Hast du eigentlich Wechselklamotten dabei? Nee, hast du nicht. Brauchst du also. So, Sabrina, meine Damen und Herren. Es fehlt aber noch, du bist noch nicht am Ende. Es fehlt noch der große Löffel vom Sandkuchen. Das ist der Sandkuchen, ich hätte es nicht schlechter machen können. So. Ich sehe leider gar nichts. Nee. So, da kommt einmal A, einfach nur A machen. Das ist auch gut, dass du nichts siehst. Einfach runterschlucken und wenn du fertig bist, Sabrina, dann einmal geht's, lässt es sich kauen. So, das lass mal gelten. Also, Sabrina, fantastisch, 1000 Euro für dich. Sabrina, dass du dich auch noch mal in Gänze sehen kannst. Das ist Sabrina, die gerade 1000 Euro gewonnen hat für diese Aufgabe. Wie war's? Wunderschön. 1000 Euro für Sabrina, nimm sie mit, vielen Dank, das ist dein Applaus. Dankeschön.